Man könnte behaupten, dass Gamera nicht wirklich weniger Fame bei den ganzen Fans ist als Godzilla selber. Und ja, ich weiß, Moment. Natürlich hat Godzilla einen wesentlich heftigeren Kultstatus und war auch generell für die gesamte Filmbranche an sich wesentlich wichtiger, was die Filmtechnik angeht zum Beispiel. Gamera jedoch findet gerade bei euch da draußen immer wieder Anklang und in allen möglichen Kommentaren lese ich, kannst du mal irgendwas über Gamera machen? Was hältst du eigentlich von Gamera? Würde Gamera ins Monsterverse passen? Was würdest du sagen, wenn Gamera irgendwann auf Godzilla treffen würde? Oder eben einfach ganz normale Fragen wie, gehört Gamera eigentlich zu Toho? Aus diesem Grund habe ich mir gedacht, das sind alles sehr gute Fragen und ich beschäftige mich einfach jetzt mal mit Gamera und habe mir unter anderem ebenfalls die Netflix-Serie Gamera Rebirth angeschaut. Über die quatschen wir aber noch in einem Livestream, ich glaube zur Veröffentlichung dieses Videos in 2 Wochen am Sonntag. Des Weiteren habe ich mir zahlreiche Fakten und Infos über Gamera herausgesucht, die ich dir jetzt hier in diesem Video ausführlich präsentieren werde. Dazu will ich aber von vornherein noch eins klarstellen, was die Namen angeht, denn ich werde hier auch auf sämtliche Filme eingehen, das sind glaube ich 8 Filme insgesamt, die ich hier mit euch besprechen werde und da ich meine Quellen generell auf Englisch lese, einfach aus dem Grund, weil du aus dem englischsprachigen Raum eben wesentlich bessere und wesentlich mehr Informationen herausziehen kannst. Deswegen habe ich jetzt für dieses Video hier die Titel der einzelnen Filme einfach 1:1 ins Deutsche übersetzt. Also ich kann euch jetzt hier nicht sagen, ob das auch wirklich die original deutschen Titel sind, weil gerade in dieser ganzen Monster-Showa-Ära, da gibt es ja so ein paar Titel, gerade eben auch bei Toho, die irgendwie dann nicht das widerspiegeln, was wirklich im Film passiert. Titel wie Frankensteins Monster kämpft gegen eine Riesenschnecke, die dabei Kuchen isst. Und im Endeffekt geht es dann irgendwie in dem Film um Godzilla, der gegen Mechagodzilla kämpft. Jetzt als ganz blödes Beispiel, aber die Filme haben wirklich zum Teil sehr abstruse Namen und aus diesem Grund, ja, das auf jeden Fall hier vorweg, die Namen, die ich jetzt hier von den Filmen nenne, sind einfach die vom Englischen ins Deutsche 1:1 übersetzten Filmnamen. Sollten die allerdings jetzt nicht komplett so eintreffen, dann ich denke mal, es wird verkraftbar sein. Ihr werdet deswegen auf jeden Fall, ihr werdet es irgendwie alle überleben. Und dann würde ich sagen, starten wir jetzt einfach mit dieser kleinen Einleitung in das Thema rein. Wer oder was ist eigentlich Gamera? Viel Spaß mit dem Video. Ja, Gamera habe ich wirklich auf dem Kanal hier komplett vernachlässigt. Seit ich mich hiermit auf diesem Kanal Unknown Kaijuverse wirklich mit dem Thema Kaiju und auch Godzilla beschäftige, seit dem allerersten Tag gibt es Kommentare oder auch Nachrichten, die mich erreichen, die den Namen Gamera in sich tragen. Welche Fragen da eben auftauchen, habe ich euch eben gerade ja schon mal erklärt. Und ich habe mich damit nie so wirklich beschäftigt, weil ich muss euch ganz ehrlich sagen, dass ich das Design von Gamera an sich nie wirklich ansprechend gefunden habe. Dazu wurde mir auch immer wieder zugetragen, dass Gamera an sich eigentlich einfach nur eine Art von Godzilla in Light ist. Gamera selbst gehört nämlich nicht zu Toho, um das Ganze einfach mal vorwegzunehmen. Nein, Gamera ist kein Produkt der Firma Toho. Und deswegen eben auch sehr schwer dann mit Godzilla zusammenzuführen. Und ich habe mir das Ganze immer vorgestellt wie, naja, Gamera ist halt sowas wie Godzilla Light. Godzilla als Schildkröte und es hat mich tatsächlich nie interessiert. Wow, habe ich damit falsch gelegen. Das war wirklich krass. Also als ich mir jetzt hier diese ganzen Sachen durchgelesen habe, als ich mir die Serie angeschaut habe und auch 2 Filme habe ich mir jetzt schon mal zu Gemüte geführt, da habe ich mir ganz kurz die Frage gestellt, findest du Gamera gerade ernsthaft cooler als Godzilla? Und ich habe diese Frage so ein bisschen sacken lassen und habe mir das Ganze auch mal für mich selber aufgearbeitet. Und ihr werdet ganz zum Ende dieses Videos hier meine Antwort finden. Wie gesagt, das ist nur meine Meinung, wer von beiden das coolere Monster ist. Godzilla gegen Gamera. Am Ende bekommt ihr die Auflösung. Fangen wir jetzt aber einfach mal damit an, Gamera an sich so ein bisschen zu beschreiben. Vielleicht für die Leute, die noch überhaupt nicht in der Thematik drin sind. Wenn man Gamera das allererste Mal sieht, dann fällt eben auf, ja, Gamera ist vom Design her im Endeffekt eine riesige Schnappschildkröte, die in guter alter Kaiju-Manier ihr Unwesen treibt. Betitelt ist Gamera in offiziellen Angaben nicht nur einfach als eine riesige Kaiju-Schildkröte, nein, sondern sogar als eine riesige fliegende Kaiju-Schildkröte. Und ja, was das angeht, Gamera kann tatsächlich fliegen und wer muss dabei nicht irgendwie auch an den Herrn der Schildkröten aus Dragon Ball denken? Gamera tauchte das allererste Mal im Jahr 1965 auf und zwar in einem Film namens Gamera, The Giant Monster. Also das ist auf jeden Fall der original englische Titel und das war auch damit dann das Filmdebüt von Gamera selber. Ich habe jetzt hierbei nicht herausgefunden, ob der Film auch damals schon im Kino
Kino gelaufen ist, so wie ich das immer jetzt hier mitbekommen habe, ist das eben nicht der Fall gewesen. Das heißt, Gamera hatte damals eben kein Kinodebüt gehabt, wie es eben bei Godzilla der Fall gewesen ist, sondern der allererste Gamera-Film kam tatsächlich zuerst auf VHS, also auf Videokassette raus. Wenn ihr da andere Informationen habt als ich, schreibt mir das Ganze gerne in die Kommentare unten rein. Das war nur eben jetzt das, was ich hier halt herausgelesen habe, dass der Film eben keinen offiziellen Kinostart hatte. Vielleicht kam das ganze Ding auch mal nachträglich im Kino. Auf jeden Fall ist laut diesen Angaben hier Gamera zuallererst direkt fürs Heimkino auf VHS damals eben, wie gesagt, veröffentlicht worden. Was ich dann noch ein bisschen beeindruckender finde, ist, dass Gamera es tatsächlich trotz allem geschafft hat, irgendwie mit Godzilla mitzukonkurrieren. Ich würde nicht sagen, dass Gamera denselben Hype und denselben Bekanntheitsgrad wie Godzilla hat, das auf gar keinen Fall. Aber trotz allem, gerade unter den Fans, ich glaube, das können wir alle unterschreiben, irgendwie, wenn sich eine Person mit Godzilla intensiver beschäftigt, dann kommt man früher oder später nicht mehr an Gamera vorbei. Okay, es hat mich jetzt eben doch gerade gewurmt. Tatsächlich kam der Film im Kino. Sorry dafür, der Film kam im Kino. Hier ist die Rede von dem ersten Leinwandauftritt. Das heißt, der Film kam im Kino. Gut, haben wir das auf jeden Fall auch geklärt. In seinem allerersten Auftritt auf der Leinwand war Gamera als eine uralte Kreatur betitelt, die durch eine nukleare Explosion aus ihrer Ruhe unter dem arktischen Eis gerissen wurde. Erneut mag man jetzt hier Parallelen auch zu Godzilla sehen oder eben hören. Die ganze Sache mit der nuklearen Bedrohung wurde auch hier wieder thematisiert. Und auch hier wurde Gamera dadurch erst wirklich auf den Plan gerufen. Und ähnlich wie auch im allerersten Godzilla-Film, wo ja auch Godzilla durch diese ganzen atomaren Tests dann wirklich erst aufgeweckt wurde, wurde auch Gamera hier dadurch aufgeweckt. Böse Zungen würden jetzt behaupten, das ist aber schon so ein bisschen geklaut. Und da würde ich tatsächlich sagen, ja, irgendwie könnte man das auch sagen, dass diese ganz grobe Grundprämisse vielleicht von Godzilla damals nachempfunden wurde. Allerdings finde ich persönlich es nie schlimm, wenn sich ein Film derart an etwas anderem inspirieren lässt. Ich meine, gucken wir uns doch mal Avatar an. Aufbruch nach Pandora, das ist ja auch quasi die Geschichte von Pocahontas, einfach nochmal neu und anders aufgelegt. Und ganz ehrlich, wen juckt's, wenn der Film funktioniert? Aber ja, Gamera hat im Endeffekt eine ähnliche Origin-Geschichte wie Godzilla selbst. Ähnlich gleich ist auch der Story-Ablauf, wenn man den einfach ganz grob runterbricht, was jetzt eben die Geschichte von Godzilla und eben auch die von Gamera angeht. Denn auch Gamera erreichte letztendlich Japan und begann dann in dem Land zu wüten. Schließlich wurde der Kaiju aber dann in eine Rakete gefangen und auf eine One-Way-Reise zum Mars ins All geschossen. Diese ganze Mission zum Mars ist dann aber auch schon im nächsten Film wieder schiefgegangen, denn einen Film darauf, in dem Film Gamera gegen Barugon, da ist nämlich Folgendes passiert. Da ist ein Asteroid mit dieser Rakete kollidiert und somit kam Gamera dann daraufhin wieder frei und ist zurück zur Erde gekehrt. Und auch hier können wir erneut Parallelen zu den Godzilla-Toho-Filmen feststellen, denn während Godzilla im allerersten Film noch das alleinstehende Monster war, das quasi für Chaos und für Angst und Leid gesorgt hat, wurde daraufhin im zweiten Film Anguirus eingeführt und auf einmal hatten wir zwei Kaiju in einem Film, die gegeneinander gekämpft haben. Das gleiche Szenario haben wir jetzt auch wieder hier, nur eben diesmal mit Gamera und dem eben gerade genannten Barugon, denn auch die beiden treffen dann wieder aufeinander, nachdem Gamera wieder zurück zur Erde gekehrt ist und dann entbrennt ein Kampf zwischen den beiden. Durch diesen Kampf im zweiten Film etablierte sich Gamera dann letztendlich als heldenhafter Kaiju und ja, das Ganze kennen wir ebenfalls auch Godzilla, gerade eben wenn wir an das Monsterverse denken, ein Kaiju, der dafür nun da ist, um die Erde vor Bedrohungen zu retten. Was dann ebenfalls in den folgenden Filmen passiert, aber darauf kommen wir dann noch zu sprechen. Auf jeden Fall wurde jetzt mit dem zweiten Film hier Gamera mehr als etwas Gutes, als etwas Heldenhaftes eingeführt. Wenn wir da jetzt mal drüber nachdenken, unterscheidet sich das dann doch wieder von der Godzilla-Timeline, weil was war denn der dritte Film in der chronologischen Reihenform von Toho? Das müsste eigentlich gewesen sein King Kong gegen Godzilla, der alte Teil, nicht das Monsterverse-Ding, sondern der ganz alte Film. Und da war Godzilla eigentlich immer noch das Böse. Das heißt, Gamera hat seinen Weg in Richtung heldenhafte Kreatur dann wesentlich früher gefunden als Godzilla. Das ist aber einfach nur mal so nebenbei am Rande. Gamera entwickelte außerdem über den Laufe der Zeit eine sehr, sehr große Affinität und eine Zuwendung zu Kindern der Erde. Also ja, Gamera ist mehr so ein
ein Kinderhelden-Kaiju, was uns ebenfalls die Netflix-Serie Gamera Rebirth noch einmal sehr stark zeigt. Und ich bin halt auch ein riesiger Digimon-Fan und ich komme nicht drum herum, hier und da auch Parallelen gesehen zu haben zwischen den Digi-Rittern und ihren Digimon und eben den Kindern in den Filmen und in den Serien und eben Gamera selber. Gerade bei der Netflix-Serie, die eben auch noch diesen Animationsstil hat, das hat mein Herz einfach aufgehen lassen und ich glaube tatsächlich, ja, ich habe jetzt auch wirklich einen richtigen Narren an Gamera gefressen. Aber auf jeden Fall finde ich diesen ganzen Kinderfaktor, der gefällt mir irgendwie besser. Ich finde das Ganze irgendwie erfrischender, als jetzt, wenn wir halt im Monsterverse uns jetzt wieder mal bewegen. Wenn wir jetzt da den zig nächsten Navy Seal haben, der irgendwelche krassen Sachen machen kann. Oder auch in den Toho-Filmen, nehmen wir einfach mal die aktuellsten Filme, so gut sie auch gewesen sind. Wir hatten, in Shin Godzilla hatten wir die Regierung gehabt. Also quasi auch wieder erwachsene Menschen, die ein Land regieren, die jetzt gegen diese Bedrohung vorgehen müssen. Godzilla Minus One war dann da schon wieder ein bisschen persönlicher. Da hatten wir wirklich zentrale Charaktere gehabt, die dann eben nicht jetzt im Mittelpunkt einer militärischen oder Regierungsoperation standen, sondern eben einfach ganz normale Leute, die mit dieser Katastrophe klarkommen müssen. Aber das jetzt nochmal aus den Augen von Kindern zu sehen, hat einfach etwas sehr Erfrischendes. Und versteht mich hierbei nicht falsch, Gamera ist dabei auf gar keinen Fall eine Kinderserie, beziehungsweise es sind auch keine Kinderfilme. Da die meisten von euch sehr wahrscheinlich die aktuelle Netflix-Serie gesehen haben, werde ich mich vielleicht hier und da nochmal darauf beziehen, weil es da auch zum Teil wirklich ein bisschen krassere Szenen gibt. Also Gamera steht da Godzilla schon mal in nichts nach, plus eben, dass ich halt sagen muss, ich mag diesen Ansatz mit den Kindern eben, die dann doch da sehr häufig im Fokus stehen. Die Gamera-Serie wurde da 1995 mit Gamera Guardian of the Universe neu gestartet und hier gab es erste Theorien von euch, die ich gleich mal zur Seite legen muss. Ein paar von euch haben mich nämlich darauf angesprochen. Wir hatten hier auf dem Kanal vor gar nicht allzu langer Zeit über das Ende von Godzilla Kong gesprochen. Und zwar nicht das Ende, was wir im Film bekommen haben, sondern über das Ende, das uns der Roman gebracht hat. Denn der Roman zu Godzilla Kong The New Empire ist offiziell Kanon zum Monsterverse, führt das Ganze aber eben noch ein bisschen weiter. Das heißt, da wo der Film endet, da setzt der Roman noch mal ein bisschen hinten dran. Das Video dazu habe ich dir mal da oben verlinkt, da kannst du gerne mal draufklicken. Da haben wir das alles besprochen. Auf jeden Fall wurde hierbei erwähnt, dass dieser Handschuh, den Kong bekommen hat, dass der eigentlich nicht für einen Kaiju gedacht gewesen ist, beziehungsweise nicht für Kong gedacht gewesen ist, sondern für, Zitat aus dem Roman, The Guardian, also den Wächter. Und ein paar von euch haben mir daraufhin eine Definition von Gamera selber geschickt. Und tatsächlich ist Gamera laut Definition und laut den verschiedenen Namen, die der Kaiju innerhalb dieser Filme oder auch Serien bekommen hat, immer wieder als The Guardian betitelt. Das heißt, die Aufregung ist dann natürlich groß. Glaubst du, dass sie damit Gamera gemeint haben? Und da muss ich ganz klar sagen, auf gar keinen Fall. Gamera ist ja weder Teil von Toho, schon gar nicht von Legendary und dem Monsterverse. Außerdem glaube ich, dass die Fans, die sich ja ein Aufeinandertreffen von Godzilla und Gamera schon ewig lange wünschten, dass die doch sehr vor den Kopf gestoßen wären, wenn Gamera dann tatsächlich den ersten Auftritt mit Godzilla zusammen im Monsterverse haben würde. Außerdem ist der Begriff The Guardian, also der Wächter, der ist halt nicht konkret genug, um ihn jetzt wirklich nur auf Gamera zu beziehen, weil der Wächter, das kann alles sein im Endeffekt. An diese Theorie glaube ich null. Nur um das nochmal ganz kurz so vorwegzunehmen, da muss man glaube ich kein eigenes Video drüber machen. Das wird nicht so sein, dass dieser Arm, dieser Metallarm von Kong für Gamera geschaffen wurde. Der Ursprung des Namens Guardian auf Gamera produziert, ist übrigens mitunter eine der für mich interessantesten Geschichten. Ich stehe auf so Sachen wie Mythologien, ich stehe auf so Dinge wie Atlantis oder eben auch Geschichten von Troja, Legenden über Achilles oder sowas. Ich finde das immer sehr interessant. Und in diesem Fall wurde im Jahr 1995 die neue Gamera-Serie gestartet und dort hat man eben dem Kaiju den Titel The Guardian, also den Wächter, verpasst, weil Gamera in dieser Storyline hier eben der Wächter von Atlantis ist. Und zwar wurde Gamera von der uralten Zivilisation von Atlantis genetisch so verändert, um die Welt vor ihren eigenen vorherigen Schöpfungen zu schützen. Und zwar handelt es sich hierbei um fliegende Geschöpfe, also die Atlantianer, die Atlanter, jetzt haben wir es,
Die haben eben schon mehr von diesen Kaiju geschaffen. Und die waren allerdings, naja, das waren so fliegende Gyaos, werden die, glaube ich, genannt. Gyaos, ich weiß nicht genau, wie es ausgesprochen wird. Auf jeden Fall stammen diese Kreaturen ebenfalls aus Atlantis. Und Gamera wurde daraufhin geschaffen, um diese eben aufzuhalten bzw. zu vernichten. Zwar ist Gamera in der Lage gewesen, diese geschaffenen Kaiju unter Kontrolle zu halten bzw. eben dafür zu sorgen, dass ihre Macht nicht außer Kontrolle gerät. Allerdings wurde bei dem Kampf mit Gamera und den Gyaos wurde Atlantis komplett zerstört. Gamera blieb daraufhin tausende von Jahren in einem felsigen Atoll versiegelt, bevor er in der heutigen Zeit wieder auferstand, um gegen die Gyaos zu kämpfen, die durch die zügellose Verschmutzung von uns Menschen auf der Erde eben wieder hervorgerufen wurden. Und ja, ey, vielleicht sagt ihr jetzt auch, bah, ist aber auch schon wieder so eine recycelte Geschichte. Die Menschen machen irgendwas mit der Umwelt und daraufhin entsteht dann eben das Chaos und alles. Und das kennen wir auch schon von Godzilla. Das ist vollkommen richtig, aber trotz allem, ey, mich catcht sowas dann doch immer. Ich bin ein Riesenfan davon, wenn mir so ein Film irgendwie einfach nochmal so Fehler ins Gesicht schmeißt. So, wir Menschen machen eben sehr viel Mist auf dieser Welt und ich finde, dass gerade diese Godzilla oder eben hier in dem Fall eben auch Gamera-Filme, generell diese Kaiju-Filme sind dafür einfach perfekt gemacht, dass diese gesamten Konflikte oder zum Teil eben auch Kaiju selber meistens Manifestationen von dem sind, was wir als Menschen eben einfach verbockt haben. Sei es die Atomwaffen, sei es die Umweltzerstörung, sei es das Versagen der Regierung, was ja in Shin Godzilla ganz groß thematisiert wird, oder jetzt eben hier in dem Fall, dass aufgrund dessen, dass wir eben unseren Planeten behandeln, wie wir es machen, dass dann aus diesem Grund eben einfach eine alte Gefahr wieder zurückkehrt und Gamera zurück in den Kampf steigen muss. Zu Beginn dieser Handlung fürchteten die Menschen Gamera zuerst sogar noch zum Teil mehr als diese Gyaos. Ich werde mir diesen Namen nicht merken können. Ich hoffe, sie werden auch so ausgesprochen. Bitte verteufelt mich nicht, wenn es nicht stimmt. Was irgendwie auch verständlich ist, ich meine, wir haben es hier mit einer gewaltigen, riesigen Schildkröte zu tun, die übrigens auch noch Feuer spucken kann und die fliegen kann, was natürlich wesentlich bedrohlicher rüberkommt. Aber alleine diese Kämpfe hier, ich werde euch hier mal ein paar Clips davon einblenden, das sieht schon echt cool aus. Und ich kann jedem da draußen, der oder die vielleicht auch noch nichts mit Gamera am Hut hat, erneut einfach nur eine Empfehlung aussprechen, sich mit Gamera einfach mal zu beschäftigen. Während ich bei Godzilla aber ganz klar sage, der allererste Godzilla-Film von 1954 ist eigentlich ein Muss, dass man damit startet. Bei Gamera kann ich tatsächlich sagen, weil ich es eben auch so rumgemacht habe, man kann mit Gamera auch sehr cool mit der aktuellen Netflix-Serie starten. Dann kommt ihr schon mal so ein bisschen aktueller in die ganze Nummer rein. Das Ganze hat ein relativ hübsches CGI. Das Ganze ist eben so ein Tricktechnik-Animated-Mix. Das sieht auf jeden Fall relativ cool aus. Da muss man sich vielleicht hier und da auch mal dran gewöhnen. Aber auf jeden Fall kann ich jedem wirklich nur empfehlen, mit Gamera einzusteigen. Kommen wir jetzt einfach mal zu ein paar Side-Infos über Gamera selber. Nämlich zum Beispiel, wo der Name Gamera überhaupt herkommt. Tatsächlich leitet sich der Name Gamera zum zumindest der Beginn des Namens, also Game, vom japanischen Wort Kame ab. Unterschied ist eben einfach nur der Anfangsbuchstabe Game mit G und Kame mit K. Und Kame bedeutet so viel wie Schildkröte. Und ja, tatsächlich auch das Kamehameha aus Dragon Ball bezieht sich eben hierbei auf die Lehre des Herrn der Schildkröten. Das Ra am Ende des Namens ist ein gängiger Suffix für Kaijus, was so viel bedeutet wie, naja, im Deutschen kennt man sowas eben, wenn man an das Wort Freund noch den Suffix Chin hinten dran hängt, dann hat man eben das Freundchen. Und somit ist das Ganze jetzt eben auch hier mit Gamera, also Game, Ableitung eben von Kame, von Schildkröte, und das Ra eben einfach noch als der Suffix zum Namen mit dazu. Wenn ihr euch jetzt fragt, aber Tobi, wenn doch eigentlich Kame das Wort für Schildkröte ist, wo kommt dann die Ableitung Game her? Und die Antwort hierauf ist tatsächlich irgendwie ein bisschen witzig. Man hat sich aber auf jeden Fall Gedanken darüber gemacht, denn tatsächlich wollte man nicht, dass der Name Gamera sich im westlichen Raum übersetzt anhört wie das Wort Kamera. Also Kamera ganz grob übersetzt. Lustigerweise wäre das hier sogar mit K geschrieben und wäre somit im deutschen Umlaut dann wirklich das Wort Kamera gewesen. Außerdem ist es generell eine gängige Sache, dass man von Namen bestimmte Ableitungen benutzt und die dann eben minimal verändert, damit dann die Ableitung sich immer noch heraushören lässt, aber man diese trotzdem nicht eins zu eins so übernimmt. Von daher hat man sich eben für den Namen Gamera entschieden und nicht für den Namen Kamera. Im US-Kinostart des Debütfilms von Gamera hat man es aber trotz allem geschafft, den Namen falsch zu schreiben. Und zwar hat man jetzt hier Gamera zwar nicht mit K geschrieben, allerdings hat man aus irgendeinem Grund noch ein zweites M mit hinzugesetzt, sodass im Englischen der Film als Gamera angezeigt wurde. Und es gab sogar noch
VHS-Kassetten, wo der Name Gamera mit draufsteht. In sämtlichen zukünftigen Projekten wurde dann der Name aber auch in US-amerikanischen Filmen wieder verändert. Und ich glaube, dass sogar von diesem Film das Logo nachträglich nochmal angepasst wurde. Das heißt, wenn ihr zu Hause noch eine VHS rumliegen habt, auf der Gamera draufsteht mit 2M, könnte das tatsächlich etwas eher Seltenes sein. Ich habe jetzt hier zwar keine Daten darüber bekommen, wie viele Exemplare es denn da mit diesem Doppel-M gibt. Allerdings wurde eben geschrieben, ja, dass der Name auch bei diesem Filmcover letztendlich dann umgeändert wurde in Gamera, so wie wir es eben kennen. Kommen wir jetzt mal auf das Design von Gamera selbst zu sprechen. Und ja, da könnte man jetzt eben einfach sagen, ist halt eine Schildkröte. Tatsächlich steckt allerdings beim genaueren Hinschauen etwas mehr hinter Gamera an sich, denn wir haben ja erfahren, dass Gamera auf der einen Seite ein uraltes Tier ist in der einen Origin-Geschichte, das eben aufgeweckt wurde durch die, naja, durch die Atombomben der Menschen. In der anderen Geschichte dann ist Gamera eine von Atlantis erschaffene Kreatur gewesen. Und was hierbei eben auffällt, was Gamera von den meisten Schildkröten unterscheidet, ist schon mal eine relativ simple Sache, nämlich dass Gamera auf zwei Beinen läuft. In den früheren Showa-Filmen gab es zwar auch Momente, wo man gesehen hat, wie Gamera auf allen Vieren gelaufen ist. Das sind allerdings eher seltenere Momente. In der Regel ist Gamera tatsächlich auch eher zweibeinig unterwegs. Gamera ist genauso wie Godzilla dazu in der Lage, seine oberen Gliedmaßen für den Kampf zu benutzen. Das bedeutet, ähnlich wie auch Godzilla, kann Gamera damit greifen und kann auch wirklich mit seiner Umgebung interagieren. Gameras Maul ist mit Zähnen gefüllt und es ragen zwei gewaltige Stoßzähne links und rechts nach oben heraus. Und tatsächlich gibt es in der Moderne solche Schildkröten nicht. Schildkröten haben keine Zähne dieser Art im Maul. Allerdings gibt es Aufzeichnungen von bereits verstorbenen prähistorischen Schildkröten, die tatsächlich ein solches Zahnwerk aufgewiesen haben. Und ja, Gameras genereller Look ebenfalls vom Gesicht her und von den Stoßzähnen her wurde aus mehreren dieser prähistorischen Schildkröten zusammengefriemelt und dann eben zu Gamera geformt. Finde ich ganz cool, da ja Godzilla auch irgendwie seinen Ursprung bei den Dinosauriern hat. Und der allererste Godzilla wird ja auch noch mit einem Dinosaurier gleichgesetzt. Und im Film 1954 sehen wir ja ebenfalls auch noch, dass während sie über Godzilla reden, so ein aufrecht stehender T-Rex eingeblendet wurde, weil man damals eben noch dachte, dass der T-Rex aufrecht gelaufen ist. Ja, und jetzt in diesem Fall bei Gamera haben wir einfach die Anlehnung an eine prähistorische Schildkröte. Was irgendwie ein ganz cooler Side-Fact ist und ja, so kommt dann eben auch das Aussehen des Guardian, des Wächters zustande. Gamera wird außerdem immer wieder mit schon fast menschenähnlichen Augen dargestellt. Und auch das hat einen ganz speziellen Grund, denn damit wollten die Macher Gamera um einiges intelligenter wirken lassen. Tatsächlich gibt es Konzeptzeichnungen von Gamera selber, wie er eben ausgesehen hätte, wenn er schildkrötenähnliche Augen gehabt hätte. Und diese Konzeptzeichnungen wurden allerdings dann verworfen, weil man Gamera einen bestimmten Touch von Intelligenz zuweisen wollte. Und das wurde eben einfach mit den menschlichen Augen gleichgesetzt. Im Laufe der Zeit wurde Gameras Design allerdings auch nochmal ein bisschen verändert. Unter anderem hat der Wächter in der Heisei-Ära dann tatsächlich auch noch ausziehbare ausziehbare Ellenbogenplatten bekommen, die er eben als Waffe benutzen konnte. Gameras Persönlichkeit hat sich, genau wie die von Godzilla, auch im Laufe der Zeit ein bisschen verändert. Im allerersten Film ist Gamera noch wesentlich aggressiver als dann eben später in den Projekten, da er hier wirklich einfach aus dem Wasser heraussteigt, eben in der Arktis aufgeweckt wird und dann ganz gezielt auf Japan losgeht. Tatsächlich haben wir sogar offizielle Informationen, wie Gameras Persönlichkeit beschrieben ist und es steht folgendes in den offiziellen Quellen. In seinen ersten Filmauftritten wird Gamera als aggressive und zerstörerische Kreatur dargestellt, die Japan absichtlich verwüstet, nachdem sie erwacht ist. Allerdings sehen wir hier und da auch schon mal bestimmte Ansätze, dass Gamera nicht einfach nur das reine Böse ist. Unter anderem rettet Gamera nämlich auch einfach einmal einen Jungen zwischendurch. Danach macht er zwar weiterhin alles kaputt, aber davor hat er eben einen Jungen gerettet. Und das soll schon so das erste Anzeichen gewesen sein, dass Gamera eben nicht das reine Böse ist. Das sind jetzt hier Sachen, die wirklich niedergeschrieben wurden. Ich muss ganz ehrlich sagen, mein allererster Eindruck von Gamera war auf jeden Fall, dass Gamera im allerersten Film aggressiver rüberkommt als Godzilla im allerersten Film. Godzilla ist wesentlich tierischer und greift ja auch erst dann an, als die Menschen ihn dann wirklich auch dazu zwingen und dazu provozieren mit dem Licht, wo es ja auch heißt, man darf Godzilla nicht anleuchten. Was machen die Menschen? Sie leuchten Godzilla ins Gesicht
und schießen dann auch noch auf ihn. Bei Gamera gab es da nicht wirklich so einen Auslöser, der mir jetzt gerade einfallen würde. Gamera kam tatsächlich eben einfach raus und war halt tierisch angepisst von diesen Atomwaffen und hat daraufhin einfach angefangen, Japan zu terrorisieren. Der Japaner Noriaki Yuasa begründete die ganze Nummer mit Gamoras Aggression damit, dass das Tier in einer 8000 Jahre langen Ruhephase gewesen ist, bevor es eben aufgeweckt wurde und dass Gameras destruktives Verhalten mit dem Hunger zu tun hätte. Er griff also von daher Japan an, um sich von der thermischen und elektrischen Energie zu ernähren, nahm dabei aber anscheinend nicht absichtlich die Menschen ins Visier. Das sind jetzt zumindest Aussagen, wie gesagt, von dem netten Herrn selber. Er hat das Ganze aber auch selbst mit "That's my theory", also "das ist meine Theorie" betitelt, was eben ganz klar zeigt, ja, er hat sich damit ein bisschen beschäftigt, aber das war eben nicht der Grundgedanke damals gewesen. Man wollte eben einfach nur einen coolen Monsterfilm erschaffen und diese Idee, die er eben jetzt mit eingebracht hat, die wurde eben im Nachhinein mit dazu gedichtet. Ich finde das einen relativ plausiblen Grund und ja, das würde definitiv Sinn ergeben. Darüber hinaus wird ebenfalls noch vermutet, dass Gamera absichtlich die Aufmerksamkeit der Selbstverteidigungskräfte auf sich zog, damit er thermische Energie durch ihre Waffen absorbieren konnte. In der Heisei-Ära wird Gamera von Anfang an so dargestellt, dass er sich für das Wohlergehen des Planeten Erde einsetzt. Also ab hier haben wir jetzt einfach dann regelmäßig einen eher guten Gamera, einen Guardian, einen Wächter. Ebenfalls wird in der offiziellen Beschreibung von Gamera hinterlegt, dass Gamera, sobald er die Möglichkeit hat, immer die Menschen und ganz speziell eben die Kinder beschützen wird, wenn eben Gefahr auf der Erde droht. Das heißt, ja, Gamera hat spätestens ab der Heisei-Ära eine sehr starke Bindung eben zu menschlichen Lebewesen und gerade eben auch zu Kindern. Aber genau wie Godzilla ist auch ein Gamera hier von Kollateralschäden nicht ausgenommen. Und ja, es wird ebenfalls in der Beschreibung selber von der Charakterisierung von Gamera beschrieben, dass Gamera, wenn es hart auf hart kommt, Kollateralschäden einfach mal scheißegal sind. Und ja, ich gebe allen da draußen recht, die auch mir immer wieder geschrieben haben, Tobi, interpretier mal nicht so viel in diesen Godzilla rein, dass der jetzt böse ist, nur weil der Menschen tötet. Godzilla sind einfach Kollateralschäden scheißegal, wir wollen einfach nur einen coolen Monsterkampf sehen. Ist cool, ich akzeptiere das jetzt, bei Gamera ist eben genau dasselbe Spiel. Gamera ist zwar der Gute, der die Menschen schützen will, es sei denn eben, es kommt hart auf hart, dann wird auch einfach mal ganz kurz drauf geschissen, dass man eben, während man eine Bedrohung eliminiert, dabei halt noch ein paar tausend Menschen mitten in den Tod reißt. Ich komme damit vollkommen klar, also alles cool, ich hab's verstanden. Und damit endet jetzt hier dieser erste Part zur gesamten Gamera-Geschichte und ihr merkt schon, ja, es steckt wirklich einiges mehr hinter diesem Kaiju. Als ich mir das Ganze gedacht habe, das hier ist wirklich das erste Wer-ist-Video, was ich hier in zwei Parts teilen muss. Meiner Meinung nach, das wird jetzt hier nicht ständig passieren. Mit Part 2 beenden wir dann aber auch das Wer-ist-Gamera-Video. Noch ein kleiner Teaser zum nächsten Part. Da wird es um die Ursprünge von Gamera gehen und ich werde euch alle 8 Filme so kurz und knapp zusammenfassen, wie mir das Ganze möglich wird. Ich denke mal, das Video wird ungefähr genauso lang gehen wie das jetzt hier. Und ich schulde euch noch eine Antwort auf die Frage, wer ist jetzt eigentlich cooler für dich? Gamera oder Godzilla? Und ich muss tatsächlich sagen, aktuell habe ich wesentlich mehr Bock auf Gamera. Was aber auch einfach daran liegt, dass ich jetzt Gamera gerade ganz neu für mich entdeckt habe. Das Ganze ist eben noch wesentlich aufregender und wesentlich spannender. Unter anderem finde ich die Gamera-Geschichte an sich durch ihre 8 Filme und noch ein paar Kurzfilme plus eben noch hier und da eine kleine Serie ist wesentlich kompakter und einfacher zusammenzufassen bzw. leichter zu verstehen. Was nicht heißt, dass ich Godzilla überhaupt nicht mehr abkann, auf gar keinen Fall. Und deswegen könnt ihr euch darauf freuen, dass Gamera jetzt hier auf dem Kanal auch mal ein bisschen öfter Anklang findet, denn da fehlen uns noch ganz viele Sachen. Wir werden noch sämtliche Gegner von Gamera besprechen müssen, wir müssen noch Verbündete von Gamera besprechen, wir werden über die Netflix-Serie noch ausführlich sprechen. Nebenbei wird ebenfalls auch noch Godzilla und Kaiju-Content kommen und ja, dann bis 2025, wenn dann der Jurassic-Content wieder mit dem neuen Film auf dem Kanal voll durchschlägt, sollten wir dann auch damit einigermaßen gut durchkommen. Gut, ihr Lieben, dann würde ich sagen, sehen wir uns dann im zweiten Part wieder zu Wer ist Gamera. Bis zum nächsten Mal, macht's gut, ciao, ciao.